Also die Orgel und das Auto haben gemeinsam, dass sie gewartet und gegebenenfalls repariert werden müssen, und zwar bevor sie zusammenbrechen. Der Unterschied ist, dass das Auto nach 50 Jahren schon längst zusammengebrochen wäre, ohne Wartung und Reparaturen. Unsere Orgel wird schon über 50 Jahre rege gespielt und funktioniert zumindest noch ordentlich. Was allerdings Probleme macht, ist die ganze elektrische Ansteuerung der Orgel. Manche Register lassen sich gar nicht mehr einschalten. Die Koppeln lassen sich nur noch manuell bedienen. Die Setzeranlage, das ist ein gigantischer Schaltschrank, der im Nebenraum steht, funktioniert fast gar nicht mehr. Es ist eigentlich nur noch Zufall, dass er mal funktioniert. Damit könnte man Registerkombinationen vorher einprogrammieren und dann per Knopfdruck abrufen, was bei so einer großen Orgel schon eigentlich ein sehr wichtiges Element ist. Das wird bei der Orgelsanierung verbessert. Da wird statt großer Schaltschrank ein winziger Computerchip eingebaut, mit dem man mehrere tausend Kombinationen abspeichern kann. Aber auch die Hardware macht Probleme. Alles, was Wind führt, also alles, was luftdicht sein müsste, muss erneuert werden. Die ganzen Dichtungsmaterialien sind porös geworden. Alles, was in der Orgel bewegt wird, ist ausgeschlagen. Gelenke, das muss alles erneuert werden. Und der größte Posten ist die Frage der elektrischen Sicherheit. Die komplette Elektrik dieser Orgel muss erneuert werden, weil sie nicht mehr den VDE-Normen entspricht, nicht mehr den Feuerschutznormen entspricht und die Sicherheit einfach auf Dauer jedenfalls nicht mehr gewährleistet ist. Die Kirchengemeinde hier an der Peterskirche hat das Problem erkannt und auch fest in die Hand genommen. Bis 2021 wollen wir das Geld für die Orgelsanierung zusammen haben. Unterstützt werden wir dabei von der Landeskirche, die vor allen Dingen für den Posten elektrische Sicherheit sehr viele Zuschüsse bezahlt. Aber auch in der Gemeinde sind wir aktiv geworden. Sie können Orgelwein und Orgelsekt kaufen oder zu den Benefizkonzerten kommen. Oder Sie können auch eine Patenschaft für eine Pfeife übernehmen, eine Klangpatenschaft und dabei unser großes Projekt an dieser großen Orgel unterstützen. Dankeschön.